Moin Moin, heute machen wir wieder eine Nachlese zu dem gestrigen Podcast über User Stories. Ich bin sehr froh, dass ich den Jens Koldewey für dieses Interview gewinnen konnte, um halt auch wieder eine weitere Perspektive zu dem Thema zu bekommen. Jens kenne ich, neben dem, dass er ewig Teil der Community ist, ganz einfach auch daher, dass wir zusammen Co-Trainings gemacht hatten, als er Zertifizierungstrainer geworden ist. Und da habe ich seine Sichten halt schätzen gelernt und gerade seine Sichten zu User Stories fand ich da sehr spannend, weil er da auch sehr guten Kontakt hat, halt auch zu der Quelle, wo das Ganze herkommt. So gesehen, schön, dass du da bist. Danke für die Einladung, Ralf. In dem Podcast, den wir jetzt ja die Nachlese zu machen, ging es ja um User Stories und da war mir wichtig, dass wir hervorheben, dass User Stories sich darum drehen, dass wir Nutzergeschichten haben, die leichtgewichtige Geschichten sind, die uns helfen, was für den Nutzer zu schaffen, halt eben keine stille Post, in der wir halt nicht nur über Templates reden, die vielleicht hilfreich sind, sondern eine Ergänzung sind, um gut zu arbeiten, aber letztendlich geht es darum, dass wir ganz bewusst anders arbeiten wollen, um zu diesen besseren Ergebnissen zu kommen, wo wir oft sehr viel Schmerz hatten. Das war so grob das Thema. Und jetzt würde mich vom Jens vor allem erstmal interessieren, warum siehst du User Stories als ein wichtiges Thema an, damit Scrum gut gelingt? Sie sind ja eh kein Kernteil von Scrum, also warum siehst du sie als wichtig, damit es funktioniert? Das ist tatsächlich eine sehr spannende Frage und ich habe sie zeitweise tatsächlich auch rausgenommen aus den Trainings, weil Scrum rede von Product Backlog Items. Ich habe es trotzdem als ein sehr mächtiges Werkzeug kennengelernt, weil User Stories den Fokus tatsächlich auf den User tun. Mhm. Und genau diesen Punkt, den du ja auch ansprichst, dass viel zu viel stille Post betrieben wird. Das dagegen setzen User Story ein anderes Herangehensweise, aber natürlich nur, wenn ich sie richtig mache. Also wenn man User Stories richtig benutzt, ist es ein Werkzeug, was uns hilft, tatsächlich nutzerorientiert zu arbeiten. Richtig, und Chad Hendrickson sagt es so schön, eine User Story is a story about a user. Und das ist für mich tatsächlich der Kern da drin, die Anwenderperspektive einzunehmen und wirklich diese Disziplin aufzubringen. Leider muss man sagen, sind User Stories aus meiner Sicht etwas vor die Hunde gekommen, aus zwei Richtungen. Das eine ist aus der Richtung der Werkzeugecke, dass man User Stories einfach als Überschrift für ein Formular nimmt, was man ausfüllt. Und zum anderen die agile Buchhaltung. Die agile Buchhaltung, genau. Und ich muss aber hier jetzt noch einen Epic darüber legen, damit ich das Formular richtig ausfüllen kann. Und das ist überhaupt nicht die Idee dahinter. Also bei der User Story geht es tatsächlich um eine Konversation. Eigentlich zwischen Anwender und den Entwicklern, wie das ursprünglich entstanden ist aus dem XP-Bereich. Im Scrum-Bereich wird es häufig so interpretiert, dass es eine Konversation zwischen PO und Entwicklern ist. Das heißt, der PO, dadurch, dass er eine User-Story in das Team reingibt, möchte eine Konversation starten. Oder rübertragen, dass er sie mit den Nutzern geführt hat und weiterführen. Weiterführen, im Idealfall vielleicht auch dann den Entwicklern die Möglichkeit geben, mit den entsprechenden Anwendern auch selber eine Konversation zu führen. Es wird aber häufig so gespielt, dass die Teams glauben, sie müssten diese Konversation bis zum Sprintplanning abgeschlossen haben. Und das führt letztendlich dazu, dass man wieder in einen ganz klassischen Wasserfall reinkommt, wo vorne ein Requirement eindeutig definiert sein muss. Und da wird es geschätzt und wird es in Auftrag gegeben und dann bitteschön auch geliefert. Also wir hatten vorher eine stille Post gehabt, in der wir erst einen Schritt nach dem nächsten machen und jetzt malen wir eine Sache als Kringel, da passiert der Sprint und hoffen, dass das irgendwie was ändert. Ja, vor allem, ich tue vorher alles an Abstimmung rein und ich glaube, es ist ein wichtiger Punkt von einem guten Scrum-Team, dass sie auch in der Lage sind, während des Sprints noch Abstimmungen zu machen. Ja, dass eine gewisse Ausgestaltung halt gar nicht vorher passieren kann, sondern Teil dieser agilen Arbeit tatsächlich ist. Ja, eigentlich des Lernprozesses. Also ich sehe Scrum im Wesentlichen als ein Framework für Lernen. Lernen über den Anwender, lernen über das eigene Produkt und lernen über die eigenen Fähigkeiten. Und die User Stories sind sozusagen ein Kristallisationspunkt, um über die Bedürfnisse des Anwenders zu lernen und da ein entsprechendes Produkt dann daraus zu gestalten. Und das ist aus meiner Sicht Teil des Sprints. Da bin ich möglicherweise nicht in der Mehrheitsmeinung, das gebe ich auch offen zu. Nö, es gibt halt die Leute, die vorher halt klassische Requirements-Engineering-Prozesse gefühlt gelebt haben an der Stelle. Vielleicht wurden die auch missverstanden an der Stelle, aber da wird halt irgendwie, wenn Durchlauferhitzer genutzt. Ja, und in dem Fall mutiert die User Story zu einem Formular.
Also ich denke, wenn eine Organisation gute Erfahrungen hat mit Classroom Requirements Engineering, lieber das beibehalten, anstatt so Fake-User-Stories zu machen. Und wenn es nicht funktioniert hat, dann muss man es aber auch konsequent anders machen. Genau. Also ich muss mir erstmal ehrlich darüber im Klaren sein, ist das Requirements Engineering tatsächlich eine Notwendigkeit, weil ich komplexe technische Prozesse hinbekommen muss, dann sind User Stories einfach das falsche Werkzeug. Oder muss ich tatsächlich etwas für Anwender bauen, dann finde ich, sind sie ein sehr mächtiges Werkzeug.